Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Gunnar Kruse und das ist Dreams Greencast. In diesem Video soll es um Plex und MV gehen. Allerdings natürlich auf einer Dreambox. Aktuell bei mir Dreambox One und die Apps bzw. Plugins schauen wir uns jetzt an. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, die Plugins gibt es jetzt schon eine ganze Weile vom Benutzer Murksa. Ich nenne jetzt in dem Fall in dem Video mal Alex, weil das hat sich so eingebürgert im Kontakt mit ihm. Und ich hoffe, das ist so in Ordnung. Es gibt, wie gesagt, Plex für die Dreambox. Das nennt sich jetzt nicht mehr Dreamplex, sondern Plex Dream, weil er muss ja den Namen ändern, weil Dreamplex gibt es ja schon. Und es gibt eine MV-Plugin halt auch und das basiert im Prinzip auf der gleichen UI. Also musste wahrscheinlich dann nicht viel geändert werden, nur im Hintergrund natürlich, was man jetzt aber als User natürlich nicht so sieht. Aber ich möchte euch natürlich auch gern mitnehmen bei dem Video und erklären, was sind jetzt die Unterschiede. Das werde ich jetzt natürlich jetzt hier nicht im kleinsten Detail rausarbeiten. Da werde ich euch aber einen kleinen Link geben, wo ihr das gerne nachlesen könnt, weil da gibt es wirklich ein hervorragendes Review von einem User im Netz zu finden. Aber schauen wir uns mal die Webseiten an. Das hier die Plex aktuelle Webseite. Ich habe mich schon vor einer ganzen Weile hier auch für einen entsprechenden Bezahlabonnement entschieden. Das hat bestimmte Gründe. Und dann kam halt MV dazu und da gibt es natürlich auch die Premium-Version, die dann bestimmte Vorzüge wieder hat. Da habe ich mich dann aber nicht nochmal entschieden, das zu bezahlen, weil jetzt muss ich dann nur mit einem von beiden leben. Aber ich möchte euch natürlich beide vorstellen. Es ist mehr oder weniger dasselbe, also man kann das schon miteinander vergleichen. Das sollte klar herausgestellt sein. Und was bietet euch das Ganze? Natürlich in erster Linie bietet es euch eine sehr schicken Oberfläche, eure Medien, die ihr zu Hause vielleicht nur auf dem NAS verwaltet, also eure Videos, eure Fotos, eure Musik entsprechend visuell aufzuarbeiten und vor allen Dingen sich die Arbeit leichter zu machen, um entsprechende Metadaten halt auch aus dem Netz zu ziehen. Wenn euch die Filmbeschreibung interessiert, das Cover interessiert, dann gibt es noch die Background-Bilder, die vor allen Dingen dann auch interessant sind, um das Ganze auf dem TV-Bildschirm halt visuell noch mal ein bisschen hübscher zu machen. Das Ganze gibt es bei MV natürlich auch. Da sieht die Website halt so aus. Und wird auch sehr gut beschrieben hier. Man kann sich da mal durchklicken, ne, was das alles hier entsprechend bietet. Und ich habe das jetzt an verschiedenen Servern hier ausprobiert. Das war auch die Bitte vom Alex, das auf verschiedenen Servern auszuprobieren. Die meisten Leute werden das natürlich auf ihrer QNAP oder DizStation installieren. Da sind die Plugins oder Apps jetzt auf jeden Fall verfügbar. Aber ich habe jetzt auch zusätzlich nochmal. Ich habe hier jetzt verschiedene Server mittlerweile installiert, sozusagen Virtualisierungsserver, wo verschiedene Sachen drauf laufen als VM oder als Elixir-Container. Und da habe ich natürlich dann auch nochmal ein MV installiert, um dann mal auch einen Vergleich zu haben, wie das mit dem Transkodieren funktioniert und vor allen Dingen, wie schnell dann doch der Unterschied ist zwischen so einer alten Distation. Bei mir ist die 1515 Plus, die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen mit einem Atomprozessor oder halt einem modernen i86-Rechner hier mit 8 oder 16 Kernen. Ne? Also das ist dann nur ein kleiner Unterschied, wenn man die entsprechend dann auch nutzen kann. So, das Ganze auch nochmal kurz erwähnt. Also ich habe jetzt hier diese Seite rausgesucht, die ist wirklich hervorragend, die habe ich mir durchgelesen. Möchte ich euch jetzt nicht alles hier vorlesen oder mich darauf beziehen, weil das wäre halt schade. Er hat das wirklich super ausgearbeitet, verlinke ich euch dann unten, könnt ihr gerne nachlesen. Das ist ja der direkte Vergleich zwischen der MV und Plex und da kommt man auch ganz gut, glaube ich, zu einem Fazit. So sieht meine Plex-Installation jetzt hier aus. Das ist jetzt abgegriffen auf meinen Server. Das ist jetzt nicht die Distation, sondern das ist mein Server, den ich hier habe, einer von den beiden. Da sieht die Installation halt so aus. Ich habe mich hier auch eingeloggt mit Plex TV. So dass ihr das also auch von außen nutzen könntet. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wenn man den Port, das ist ja 32.400 Port, das ist recht für viele schon vielleicht bekannt. Wenn man den nach außen weiterleitet, könnte man im Prinzip auch auf die Videos natürlich hier über jeden beliebigen Rechner im Internet und mit dieser entsprechenden Adresse dann auch zugreifen und auf die Videos halt auch streamen. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, wo es vielleicht notwendig ist, schon eine potente Hardware zu haben, weil wenn das Ganze natürlich transkodiert wiedergegeben werden soll, was vielleicht im einen oder anderen
Fall auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn ich mich in einer Umgebung befinde, wo ich nicht so viel Bandbreite habe oder das vielleicht sogar durch einen VPN-Tunnel schicken will nach Hause, ne, dann müsste ich auf jeden Fall mal da die Durchsatzrate von den Videos, die ja normalerweise, wenn die als Kopien hier von Blu-rays oder von früher noch von DVDs kommen, dann haben die ja schon entsprechend schon eine ganz gute Durchsatzrate. Und das müsste ich dann runtertranskodieren lassen. Dafür ist es halt schon interessant, einen guten Server zu haben, der das Ganze dann macht. Das Ganze hier auch MB, das ist auch eine lokale Installation. Ne? Ihr seht das oben an der IP-Adresse. Und das sieht ein bisschen, ja, so ein bisschen reduzierter aus. Ne? Man kann natürlich auch hier ganz normal die Movies klicken, hat dann diese bekannten Übersichten und kommt jederzeit wieder zurück und kann in TV-Shows schauen. Und so weiter und so fort. Wir haben hier auch noch verschiedene Funktionen. Und was mir natürlich auch wichtig war, mal rauszuarbeiten, habe ich jetzt allerdings nicht geschafft in dieses Video. Was ist denn eigentlich, wenn ich eine M3U-Liste habe, ne, optimalerweise hier von meinen eigenen Bouquets erstellt, ja, also jetzt nichts irgendwie aus dem Netz, sondern eine eigene Bouquetliste, wie kriege ich die hier integriert? Das habe ich leider nicht ohne weiteres geschafft, bei Plex gibt es da ziemliche Umwege, weil Plex selber definiert das nicht mehr und bei MB geht es schon, allerdings, oder MBI, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, sage ich jetzt mal MBI, da muss man auf jeden Fall auch den Premium-Account haben, wenn man eine M3U-Liste, also im Prinzip als Live-Show, Live-TV integrieren will. So, genug geredet, ach, eins noch schnell, es gibt natürlich bei Plex auch diverse, genau wie bei MBI, halt auch diverse Add-ons, Plugins, die man installieren kann. Ich habe hier mal bei Plex eins installiert, was auch sehr schick ist. Webtools müsstet ihr mal einfach googeln, gibt es ein Git dazu und da kann man verschiedene Funktionen, die man normalerweise in der Oberfläche hat für Plex nicht erreicht, wie zum Beispiel hier Find Media Tool, das ist sehr interessant, wenn ich halt einfach mal auf einen Blick sehen will, wo fehlen mir denn jetzt noch Metadaten oder wo sind Filme einfach stimmen von der Beschreibung her nicht und so weiter, dafür ist das Tool sehr gut geeignet, kann man direkt installieren in dem Server oder halt dann in eurer Distation. So. Kurz Erläuterung nochmal, bevor wir jetzt auf die Dreambox gehen. Die Files selber liegen natürlich auf einer Distation, oder einfach aufgrund der Menge der Files und der Größe vor allen Dingen. Und der Server selber läuft aber jetzt nicht auf der Distation, sondern läuft halt, wie gesagt, auf meinen beiden Virtualisierungsservern. So, dann starten wir das Ganze mal. Die Installation sollte klar sein bei Dreambox natürlich vorzugsweise. Bei mir ist es so, andere Leute werden das anders sehen. In erster Linie hier das Original-Image von Dreambox und dann das Gemini-Plugin, momentan das GP4.1, glaube ich, oder höher, keine Ahnung, aber ist bei mir jetzt auf jeden Fall installiert, aktualisiert sich halt automatisch und so weiter. Und da sind die Plugins, die Plugins relativ einfach halt auch über den Feed ganz normal zu installieren. Dann, wenn ihr das gemacht habt, findet ihr die auch in dem Hauptmenü und könnt die ganz normal starten. Also das Ding heißt jetzt für Plex halt Plex Dream, nicht mehr Dream Plex. Das Ganze sieht so aus. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Aber ich möchte es nur mal kurz anreißen. Also die Installation geht normalerweise ganz schnell vonstatten. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann werdet ihr auf dieser Seite hier starten und müsst dann natürlich erstmal einen Account anlegen beziehungsweise euch irgendwie authentifizieren bei Plex TV. Es ist auf jeden Fall notwendig, hier ein Konto einzufügen. Das glaube ich aber nicht unbedingt. Also ihr müsst es nicht haben, um lokal die Files hier zu benutzen. Aber können wir gerne mal überprüfen, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Können wir mal Konto hinzufügen. Ja, da geht man ganz normal. Es muss schon ein Plex-Account sein. Okay, alles klar. Ja, gut. Egal. Das war ja auch eine richtige Frage, ob ich speichern will. Okay, gut. Dann, wenn ich die ganzen Accounts halt hier eingerichtet habe, kann ich mich ganz normal dann natürlich auch auf meine Mediatheken bewegen, die ich natürlich auf jeden Fall über die Web-UI administriere. Also ich kann hier nicht selber jetzt sagen, irgendwie die und die Medien sollen gefunden werden, sondern das sollte ich schon über den entsprechenden Server-UI machen. In dem Fall, wie gesagt, bei mir jetzt ein richtiger Server hier. So, und da ist er auch. PVE steht halt für Proxmox. Und da kann ich mich halt einloggen, ganz normal, und sehe dann entsprechend halt vordefinierte Listen.
Ich habe hier immer, wenn so drei Punkte sind, dann habe ich noch spezielle Funktionen, die kann ich mit bei der Dreambox halt oder dann auch später nochmal gezeigt, vielleicht in einem Video, weil es gibt auch schon Ansätze dafür, das MBuy-Plugin halt auch für die OE2.0-Umgebung anzubieten, also jetzt auch dann für OpenHTV 6.4 und 7.0 zum Beispiel. Und hier kann ich noch Einstellungen vornehmen und entsprechend der Library. Und ich kann ganz normal die neuen Filme sortieren und die neuen Serien werden mir angezeigt. Neue Episoden werden herausgesucht, neu hinzugefügte Videos und natürlich auch, weil ich es zuletzt geschaut habe, einfach mal auf Fortsetzen gehen und dann kann ich halt ganz normal reinklicken. So ähnlich sieht das Ganze aus, wenn wir das mal hier beenden wollen. Bei MBuyDream, ja. Die Oberfläche kommt uns bekannt vor, sagte ich ja schon. Und da ist es halt so, muss ich auch mal zurückgehen, um hier die entsprechende Konfiguration zu haben. Ne? Also hier sind verschiedene Server halt definiert. Ja, ich kann hier auch einfach einen Server hinzufügen, was ich halt bei PlexStream nicht kann. Und ich habe überall mal diese Einstellungsoptionen in der obersten Hierarchie des Menüs, wo ich halt verschiedene Sachen zum Abspielen, zur Anzeige, zur Definition und so weiter einstellen kann. Die sollten alle selbsterklärend sein, muss ich jetzt nicht im Einzelnen, glaube ich, drauf eingehen. Die werden auch noch bearbeitet natürlich, wenn da entsprechende Funktionen, wenn da Alex irgendwelche Ideen hat oder aus der Community Ideen kommen, dann werden die natürlich auch integriert. So, jetzt kann ich mir einen von den beiden Servern aussuchen. Das ist, wie gesagt, mein Virtualisierungsserver und das ist jetzt meine Diskstation. Können wir auch mal schauen, ob die noch funktioniert. Habe ich jetzt gar nicht mehr ausprobiert. Da muss ich halt auch eine User-Registrierung vornehmen, ne? Ist klar, weil ich habe ja auch in dem entsprechenden Server das halt auch definiert, in Zugriff auf für bestimmte User und dann habe ich die gleiche Oberfläche. In dem Fall habe ich hier im Hauptmenü auch nochmal eingestellt, er soll halt Sammlungen zusammenfügen. Das Ganze sieht dann halt so aus, ne? Also die ganzen entsprechenden Folgefilme oder eine ganze Filmserie sind dann halt zusammengefasst in einem einzelnen Ding hier und dann kann ich unten halt die entsprechenden Filme die direkt auswählen. Ne? So. Oberfläche sollte soweit klar sein, denke ich. Ich kann natürlich auch hier Favoriten erstellen, habe ich also in dem Fall nicht gemacht. Also wenn ich jetzt mir eine bestimmte Filmreihenfolge oder eine bestimmte Serienreihenfolge, die ich nacheinander abarbeiten will, erstellen will, ist es sicherlich sehr günstig, hier mit den Favoriten zu arbeiten. Wie gesagt, hier auch die Funktion neu hinzugefügt. Da werden mir alle Sachen aufgelistet, die ich zuletzt hinzugefügt habe. Und ich kann natürlich hier auch ganz normal fortsetzen. Da ich das jetzt hauptsächlich benutze, MBuy gerade, ist hier natürlich aktuell nichts gefunden, was ich weiterschauen könnte. Hier habe ich auch wieder diese drei Punkte. Kann ich wieder irgendwas mit tun, indem ich länger OK drücke. Und es wird ja hier im Prinzip visualisiert, was ich da ändern kann. Gut. Was auch sehr zu empfehlen ist, habe ich jetzt nicht rausgesucht, werde ich dann aber auf jeden Fall im Video unten anhängen. Es gibt im Boxpiraten-Forum eine sehr gute How-To- oder Tutorial-Anleitung schriftlich, wo genau die Funktionen erklärt sind auch nochmal. Da kann man sich dann auch nochmal durchklicken vom ANZ, also ANZ könnt ihr mal suchen. Und ich glaube, der hat das jetzt mittlerweile auch nach OpenHTV verteilt. Wenn andere Foren, weiß ich jetzt nicht, da bin ich nicht aktiv. Aber ich würde euch das dann auf jeden Fall mal auch nochmal unten verlinken. Wenn ihr da Schwierigkeiten habt, ja, bestimmte Funktionen zu finden und so weiter, ist es, glaube ich, sehr hilfreich, das mal durchzuackern. Und auf jeden Fall mal dafür vielen Dank. Und natürlich vor allen Dingen an Alex vielen Dank für die sehr interessante Zusammenarbeit hier vom Testen und so weiter, von meiner Seite natürlich. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesen Plugins. Ich denke mal, es kommt das Ganze zeitnah auch noch für OpenHTV, weil da habe ich es auch schon mal ausprobiert und funktioniert es auch sehr gut. Was auf jeden Fall nicht kommen wird, hat er wohl auch schon auch völlig ausgeschlossen, ist halt PlexStream für OpenHTV, also für OE 2.0, weil da gibt es ja auch vom Jörg Bleil das aktualisierte, uralte Plugin vom User DaVinci DreamPlex. Ne? Und wenn ihr euch das interessiert, das ist eine ganz andere Herangehensweise, da müsst ihr dann schon ein bisschen mehr einstellen und so weiter und so fort. Also das könnt ihr euch natürlich auch gerne anschauen. Ansonsten
verbleibe ich mit den besten Wünschen. Nicht vergessen natürlich auch in diesem Kanal, ich sage jetzt extra nichts dazu, warum ich jetzt dieses Video hier hochgeladen habe. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann, dass ich mich da hinreißen lasse, euch das zu erklären, wobei ich gar nicht weiß, ob das notwendig ist. Also auf jeden Fall natürlich hier auch einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, auch gerne die Glocke anklicken, damit ihr auch hier informiert werdet, wenn ein neues Video wieder erscheint. Eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.